Zeit für eure Extraportion Lustigkeit, ne? Um 6:45 am Dienstag. Guten Morgen. Morgen. Jetzt das BB-Radio Witze-Duell. Wer zuerst lacht, ist am schwächsten. Haha, da sind wir wieder. Jeden Mittwoch gibt es für euch also kostenloses Bauchmuskeltraining quasi. Mhm. Der Nick und Mikey treten an im BB-Radio-Witze-Duell. Wer den anderen schneller zum Lachen bringt, hat gewonnen. Beide haben jeweils 45 Sekunden Zeit und in diesen 45 Sekunden dürfen so viele Witze erzählt werden, wie reinpassen. Mhm. Und der aktuelle Stand ist 1:1, also unentschieden. Aber ja. Für mich. Absolut. So, letzte Woche verloren. War das schon ein Witz eigentlich oder... Ich fang an. Erzähl doch nicht. Mikey hat verloren und fängt deswegen an heute. Bist du bereit? Ja, sicher. Na denn. Legen wir einfach los. 3:2:1, los. Pass auf. Dunkel die andere Seite ist. Sei still und ist dein Toast, Yoda. Wenn Mozart so ein krasser Musiker war, wieso hat er dann keinen Eistee rausgebracht? Zauberflöte-Tee. Ich habe gestern das erste Mal Marmelade gemacht. Voll umständlich, die Pfannkuchen zu schälen. Meine Oma hat immer gesagt, fürs Nasebohren wird dich keiner bezahlen. Ich arbeite jetzt im Testzentrum. Hör, was sagst du jetzt, Oma? Was ist jetzt? Was ist gelb und steht am Straßenrand? Eine Prostituierte. Wie heißt der Erfinder der Shorts? Kurt C. Hose. Oh, wow, wow. Okay. Das war mit ein bisschen Mitleid offensichtlich. Und sehr knapp Gott. Fast in der Zeit, es waren 35 Sekunden. C-Hose. Oh. Ich beiß mir jetzt so dermaßen auf die Unterlippe. Also, kein 35. Lacher. 35. Gut, dann wollen wir mal gucken, ob das schaff ich. Nick das unter die waren doch gut, wieso lachst du denn ich nicht? Ich fand die mega. War auch gar nicht so schlecht. Wow. Na los, also, bist du bereit? Ja, let's go. 3:2:1, los. Okay, Mikey, im Restaurant, Frau, ist du wild? Mann, nein, ich lass es ruhig angehen. Meine Oma arbeitet für das FBI, da ist alles sehr geheim. Jetzt nennen wir sie nur noch Top Secret. Frau zum Mann, ich kann einfach nicht schlafen. Darauf er, kein Wunder, das Böse schläft nie. Laufen zwei Idioten die Bahngleise entlang. Sagt der eine, Mann, ist das eine tiefe, lange Treppe. Sagt der andere, wäre ja nicht so schlimm, wenn das Geländer nicht so tief wäre. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr haben Sie Ihre Beziehung in die Hosen an? Schatz, darf ich an dieser kostenlosen Umfrage teilnehmen? Ich kuschle 3-mal die Woche, mein Mann. Ich meistens nur einmal. Aber du hast doch gar keinen Mann. Oh, ich dachte, wir reden über deinen. Der Angeklagte zum Rechtsanwalt. Wenn ich mit einem halben Jahr davonkomme, kriegen Sie 10.000 Euro von mir. Nach dem Prozess sagt der Anwalt, es war ein hartes Stück Arbeit. Die wollten Sie doch glatt freisprechen. Ich habe Tränen in den Augen. Habe ich es geschafft? Ja, hast du geschafft. Nach der Hälfte war klar, du willst jetzt durchziehen. Ey, und von daher. Die Zeit war einfach vorbei. Ja, Mensch, damit dann also Punkt. Ich habe wirklich ein Tränchen im Auge. Oh, Mikey an dieser Stelle. Vom Zusammendrücken. Ich hasse dich. Kann nicht gesund sein.